Ja, grüßt euch, Servus im verrückten Tomatenstudio in Bad Kötzing. Heute habe ich wieder was Besonderes für euch, ein bisschen was Fleischiges. Und zwar machen wir Rinderfiletstreifen, sage ich euch gleich, mit Rotwein, Tomatensauce, ein bisschen bekannt oder nicht bekannt, wie es einer macht. Und ja, was ich euch noch sagen wollte, heute ist wieder Sonntag, ist ein besonderer Tag, da mache ich was Besonderes. Also, mache ich ein Hammer Schweines. Mit Schwiegermutter Kino. Und Speckkraut. Und okay, jetzt kommen wir zum Wesentlichen, ist eigentlich das, was ich da vorne sagen wollte. Also praktisch ein Rinderfiletstreifen ist ganz einfach, sage ich euch. Nehmt's ein, wenn ihr so ein Messer habt, wo ihr ein bisschen fein schneiden könnt, dann das parieren ein bisschen. Jetzt führen wir das Papier weg, das habe ich jetzt bloß aus der Hygiene ein bisschen. So. Papier davor. Ich mache das heute mit Schweineschmalz einmal, müsst ihr mal probieren. Kauft ihr beim Metzger ein frisches Schweineschmalz. Ein bisschen zack, ein bisschen mehr. Könnt ihr auch mischen mit ein bisschen mit Olivenöl. So, machen wir jetzt richtig was, weil es muss dann schnell gehen. So, dann nehmt ihr die Spitze, weil da könnt ihr auch die Filets rausschneiden dann. Da auch, da könnt ihr auch die Streifen schneiden. Aber jetzt nehmen wir nochmal die Spitzen da. Fleisch könnt ihr euch so viel hängen, da wenn ihr privat da haben, wie es halt wohnt. Streifen, da schneiden wir dann da wieder durch. Da steht von schön angesagt oben, ja, mit den Schweinsbrot. Nein, Schuhe angesagt, ja. So, okay. Dann darf bloß am Pfeffer auf, weißen oder schwarzen, was übrig. Salz erst am Schluss, bitte. So, das ist schon heiß. Dann tun wir das rein. Salz. Ja, super Musik ist das heute wieder. Ja, Van Morrison, live. Ah, das hörst du so gut. Das was kurz anschwitzen, nicht lang lassen. Also wie es hier. So, und jetzt darfst du ein bisschen Salz auf dich. Da haben wir. Zwiebeln haben wir natürlich vorgeschrieben. Zwiebeln. Knoblauch. Nehmt am besten den chinesischen, der ist leichter zum Schälen. Und der schmeckt wie Knoblauch. Aber du hast danach nicht so einen Geruch. So. Schön schwenken. Dann Thymian, ein Streichel, wie gesagt, zum Frischen. Weil er gibt einen sehr guten Geschmack. Thymian. Dann das Tomatenmark. Tomatenmark. Dann die frischen Tomaten, die Sherry-Tomaten, da haben wir noch eine. Dann haben wir kurz losschießen, da machen wir ein bisschen Biss. So, dann nehmen wir den Rotwein. Ich nehme jetzt ein Rosato Italiano Primitivo. So, dann haben wir abfrischen. Dann habe ich da umgestellt von meiner selber pürierten Tomatenpaste, also von geschälten Tomaten, mache ich mit Knoblauch und mit Oregano und so, das tun wir so abfüllen. Dann
So, ich kann jetzt kurz einreduzieren, nicht zu lang, weil das Fleisch soll ja weich bleiben. Und dann mache ich es jetzt trotzdem wieder, weil letztes Mal jemand gesagt hat, ja, der bricht die Nudeln mit der Hände auseinander. Das ist ja dann authentisch, weil ihr könnt ja jede einzelne Nudeln natürlich herschneiden. Mache ich nicht. Sehnerschmarrn. Sehnerschmarrn, ja genau. Ich mache ja so, die Reise her. Das war noch oben, da haben sie verschiedene Längen. Schaut im Teller super aus dann. Also wenn ich so die haargenau mache und einen Rhythmus schneide, ich bin halt gegen den Rhythmus eigentlich, gell? Ja. Der, wo man kennt, und da auf Nudeln, da hat es auch ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Und dann spülst du gerne in eine neue Zwiebel drauf. So. Den mal jetzt lassen wir mit der Hütte, weil ich den brauch. Jetzt haben wir einen Warmsteller, ist ganz wichtig, weil wenn Pasta drin ist und habt ihr keinen Warmsteller, das ist nicht schön und dann schmeckt es einfach nicht. Künftig, wenn du irgendwo hingehst, ob es ein Italiener oder ein Deutscher ist, wenn der Teller kalt ist, auch bei der Suppe, man macht keinen Spaß. So. Du, apropos wo hingehst, mit der Kocherei von dir, das ist ja alles super, und, aber überleg mal, du bist auch nicht mehr der Inge, was hältst du denn eigentlich davon, wenn man da mal so einen Kochkurs oder sowas macht? Mach ich, du gescheiter Hund, ich bin immer hier. Nein, du hast ja recht, aber wir haben schon ein paar Damen angespeist, auch Herren, dass ich da nicht zu persönlich will. Die haben schon ein paar gefragt, ja, dass du einen Kochkurs auch machen für 4-5 Leute. Da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr es euch halt da herstellen, und dann schaut es zu. Und ich gebe da Näheres bekannt. Das nächste Mal separat, dann machen wir ein Video, Stefan. Da sagen wir dann den Leuten, wie das ablaufen soll. Alles klar. Okay, ja, freilich. So, jetzt schauen wir nochmal. Ich mache das aber ganz einfach. Nicht so schwul da mit so viel Gabeln und Löffeln und Scheiß. Wie man es heute halt daheim auch machen. So. Da kommen jetzt ein bisschen Pfeffer runter. Da ein bisschen Pfeffer runter. Was der optisch gut ausschaut, wenn wir einen Such da haben, dann kann man ein bisschen Petersilie nehmen. Kann man auch noch rein tun. Was halt dann wichtig war, das war der Parmesan, wo jetzt die Hütte Häuser. Parmesan drauf. Stefan, warte, da rückt die Blume da. Kannst du da ein Foto machen wieder? Schmeckt, das ist ja brutal. Und da tun wir noch ein bisschen Olivenöl drüber. Das macht das Ganze ein bisschen sämiger. So, jetzt. Vielleicht machst du zwei oder drei. Riecht gleich gut, merkst du, wie die Beine sind, gell? Ja, okay. Das war es jetzt eigentlich gewesen für das Gericht. Das sind die Zitternudeln. Die gibt es bei einem guten italienischen Fachgeschäft. Beim Lidl oder Aldi natürlich nicht. Oder beim Netto. Nicht, dass ich da einen verkehrten Namen sage. Was jetzt eigentlich noch zum Song gearbeitet war, der Witz, glaube ich. Einen Witz brauchen wir noch heute, Witz. Ja. Da habe ich gestern einen Neuen gehört. Die haben mir ganz gut gefallen, weil ich bin ein Witzfetischist, und zwar. Ein Pärchen ist beim Liebesakt, in dem Moment sagt sie jetzt, du Schatz, mein Mann glaube ich kommt, ne? Schnell aussehen fürs Fenster, ne? Er aussehen fürs Fenster, guten Wacker, wie er war. Es hat in Strömen, da hat es geregnet, gell? Er sitzt vor dem Haus unten, Regen wird sau, auf einmal denken sie, was machen jetzt noch? Auf einmal kommt eine Jogginggruppe vorbei. Denken sie, oh, das ist die Scheiße, gell? Hinter der Jogginggruppe her, wie der Hütte blitzen und kommt, dreht sich der um, sagt er, rennst du alle nackert mit dem Kondom? Hat er gesagt, ja, aber nur wenn es regnet. Okay, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gefällt mir, du bist, ist mir, oder du lieber ist mir, abonnieren. Wenn jemand einen speziellen Tipp möchte, anrufen 01716 4x die 2 und die 9 oder im Geschäft 09941. 40, 17, 2, 17 und des Weiteren, ja, bleibt so ein Satz, ein besonders bleibt da rein drüber und Prost
auf die scheiß Corona-Zeit und habe gerne gesagt, in Bayern und ich ciao.